Hallo und herzlich willkommen zurück bei New Super Mario Bros. U. Aber da stimmt doch was nicht. Haha, gut bemerkt, lieber Zuschauer, wenn denn niemand zuschaut. Und zwar habe ich die Audioaufnahme komplett weggeworfen. Ich habe sie wortwörtlich weggeworfen. Also ich habe sie genommen, habe sie ausgeschnitten, wollte sie in einen neuen Part einfügen, habe vorher aber den anderen zugemacht und gespeichert. Und natürlich war da keine Datei mehr, die ich einfügen konnte irgendwo. Und Und egal, ich dachte mir, bevor ich es jetzt nochmal neu spiele, kommentatiere ich das einfach noch ein bisschen nach. So, und dann kommentatieren wir gleich los. Vorher noch eine Sache. Wenn es dann kommt alles auf einmal. Das Parakäfer-Parade-Level, das habe ich leider schon gespielt. Da war mir vorher das Elgato abgestürzt. Da hatte ich aber nur das Level gerade gespielt. Das Elgato ist abgestürzt. Und ja, musste denn das Level nochmal neu spielen, was aber auch nicht so schlimm war, denn es fehlte sowieso noch eine Starcoin und es hatte noch einen, naja, einen alternativen Weg, aber das werden wir gleich sehen. Ich würde sagen, jetzt habe ich genug gelabert. Ich starte einfach mal jetzt den Part und ja, so, da stehe ich auf der Wolke, schaue ich mich noch ein bisschen um. Ja, wahrscheinlich erkläre ich da gerade, ja, die Starcoin und ich habe das Level schon mal gespielt. Und das Capturing ist abgestürzt und bla bla bla, wie ich denn immer alle versuche zu vertrösten. Und wir starten ins Level Parakäferparade. Ich weiß gar nicht, was ich da alles so erzählt habe. Jedenfalls das Prinzip, man sieht es auch ganz gut, die kleinen Käfer fliegen nach oben. Der dicke, auf den ich da gerade stehe, jetzt nicht mehr, der fliegt nach unten, beziehungsweise der sinkt nach unten. Und wenn ihr mich gerade fragt, wo kam denn dieses Up her? Ja, das Up, das wurde mir gerade vom lieben Wirt zugeworfen und zwar, wenn man auf die Käfer springt, man höre. Ja, denn erscheint eine Melodei, beziehungsweise ein lieblicher Ton, welcher von Käfer zu Käfer einen Ton oder einen Halbton immer höher wird. Und wenn man genug davon hat, erscheint ein Ab und fällt einfach so vom Himmel. Natürlich, wie sollte es anders sein? Ist auch gar nicht mal so einfach, das abzufangen, aber so viel zu der Problematik. Die erste Starcoin war übrigens ganz unten. Ich glaube, die hat man noch ganz gut erkannt. Ja, ach, so eine Kacke hier mit der ganzen Technik. Eigentlich regt es nur auf. Oh, Gott sei Dank, der nächste Part ist dann wieder ganz normal. Und Gott sei Dank, der nächste Part also ich glaube, ich hatte noch nie ein so frustrierendes Video aufgenommen, beziehungsweise wo ich so sauer einfach nur auch am Ende war. Ich glaube, ich hab's auch ohne wirklich abzumoderieren, denn verlassen die Aufnahme. Wird aber natürlich trotzdem kommen. Mal gucken. Ja, guckt ja eh keiner. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. So, diese Mörder-Oschis, die da von links und rechts kommen, die gingen mir auch ganz schön auf den Zeiger. Aber das Schärfste kommt gleich noch. Denn um diesen Alternativweg, was ich jetzt schon angesprochen habe, zu nehmen, muss man sich gleich auf so einem Parakäfer befinden. Ja, genau da. So, jetzt kommt noch der eine Bekloppte von links. Ja, oh, wie er grinst. Hallo, ja, komm. So, und da sind zwei Röhren. Ich bin in die grüne rein. Und jetzt versuche ich in die rote zu gehen. Mal gucken, wie das klappt. Ja, rein. Rein, noch ein Stück. Oh, nicht geschafft. Oh, der Käfer ist vorbeigeflogen. Ja. Okay, nehme ich einfach den nächsten Käfer, ne? So, jetzt aber. Gutes Timing. Kann ja nicht so schwer sein. Und rein. Oh, du Trottel, ey, hast wieder nicht geschafft. Meine Fresse. So, jetzt aber. Letzter Versuch. Aha, geht doch. Ja, es war einfach wieder so typisch. Und dann sieht man, dass da die Starcoin ist. Auch wenn man den anderen Weg nimmt, erkennt man das gut. Hier unten die Starcoin. Habe ich was falsch gemacht. Und das war auch schon der Level. Eigentlich an sich ein schöner Level. Also hat Spaß gemacht, obwohl ich sagen muss, hat auch sehr, sehr viel Fail-Potenzial. Hat aber Gott sei Dank gut geklappt. Ich bin eigentlich nicht so der sichere Springer bei Mario, obwohl das ganze Level ja nur aus Sprüngen bestand. Hier kommen wir zur Wolkenwelt, ja. Guck mal, Zuckerwattenwolke. Da ist Kamek. Und da ganz hinten in dem Schloss, da sitzt, ich glaube, Ludwig ist das, der gute kleine Ludi. Mal gucken, was der Bekloppte da unten jetzt wieder macht. Aha, jetzt guckt er. Ach so, jetzt will er sich an den Geistern vorbeischleichen. Mal gucken, ob das klappt. Wo sind sie? Ah, hat er wieder nicht richtig aufgepasst.
Ja, da und... Ja, hast du Glück gehabt, ey. Ja, die Geister sind auch wieder draußen. So, welches Level kam denn danach? Ach so, jetzt... Hier, jetzt zeige ich erst nochmal. Ja, schön, wenn man hier drauf hüpft, dann kommt man da vorne bei dem Giganto-Level wieder raus. Oh, machst du fein. Ja, komm, jetzt geh mal in das Level rein. Es geht zur Neige. Limonadendschungel 6. Das Level war nicht ganz so einfach wie das Parakäfer-Level, beziehungsweise das Parakäfer-Level fand ich auch eigentlich nicht so einfach, aber ich kann versprechen, hier läuft das alles andere als rund. Ich glaube, da habe ich mich noch tierisch drüber aufgeregt, da ich nur einen Pilz gekriegt habe, obwohl ich ja gar kein Item brauche. Da hat sich der Bekloppte schon wieder festgehalten, da. Na, wenn das mal nicht zum Verhängnis später wird. Aber da unten ist eine Röhre, mal gucken, wann ich die sehe. Na, wann sehe ich die? Habe ich gesehen. Na, oder doch? Was mache ich da? Ich bin mir einfach nicht sicher. Bin mir nicht sicher, ob ich wirklich diese Röhre in dem Felsen da sehe. Obwohl ich sie ja sehe, aber ich bin mir nicht sicher. Oh, gehe ich hin, gehe ich nicht hin? Ach. Oh, die Starcoin ist Gott sei Dank kein Problem, weil wir ja den Mario mit dem Eichelpilz haben. Ja, war ein bisschen frustrierend. Da bearbeitet man... Also ich bearbeite die Audiospur immer relativ lange, weil ich immer sehr, sehr unzufrieden damit bin und dann klingt es immer anders. Ich habe meinen Laptop ja auch noch am Fernseher angeschlossen und ja, je nachdem, wo man denn die Tonausgaben macht, klingt es natürlich immer ein bisschen anders. Das war jetzt sehr, sehr glücklich, weil ich da gemacht habe. Das hätte auch doll ins Auge gehen können. Naja, und jedenfalls habe ich da die Tonaufnahme schon so lange bearbeitet und jetzt überlege ich, wie ich an die Starcoin rankomme. Jetzt habe ich mich entschieden, ich nehme den Cooper. Pass auf, gleich werfe ich. Ey, clever, oi, warte, einmal klatschen, wow. Ja, ist schon ärgerlich, wenn man lange an so einer Audiospur sitzt und dann, weiß ich nicht, dann, na gut, ich habe es ja selber weggeworfen, also. Mit ein bisschen Skill würde ich übrigens auch so an die Starcoin rankommen, bin ich mir sehr, sehr sicher. Wenn ich da runterschwebe und dann wieder nach oben presche, dann würde das sicher klappen. So, jetzt suche ich verzweifelt noch einen Cooper. Da ist einer. So, jetzt nehme ich gleich den Cooper. So, nimm mal. Ja, und jetzt pese ich los Richtung Starcoin. Und Cooper wieder verloren. Also er wieder zurück. So, mit Höchstgeschwindigkeit. So, nächsten Cooper. So, und wieder los. Und da rennt er. Oh, da rennt er. Und jetzt springt er und jetzt hat er ihn verloren. Und guck mal, jetzt gleitet er einfach in den Tod. Oh, so ein Trottel. Ja, das war schon mal der erste Versuch. Es kommen noch ein paar. Wen es nicht interessiert, der kann einfach vorspulen oder skippen bis zum nächsten Part. Ist mir alles kacke. Ah, schaut doch eh keiner die Videos. So, hier gibt's Gott sei Dank einen Pilzi. So, mal gucken, ob wir mehr Glück haben. Und was kriegen wir? Eine Blume, eine Eisblume, na Gott sei Dank. Da habe ich mich auch drüber gefreut und habe dann so geschwärmt, oh, jetzt werfe ich den Cooper einfach nur ab und dann nehme ich den später mit. Und guck mal, da unten die Röhre. Er hat nicht an die Röhre gedacht mit der Starcoin, das fällt ihm aber gleich auf. Ah, das ist doch... Einen Moment dauert es noch, aber es fällt ihm gleich noch auf. Also es fällt mir gleich noch auf. So, jetzt vereise ich den Cooper. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass die Starcoin gespeichert ist, aber so ein Quatsch. Sind ja gestorben vor der Halbzeit. So, und dann sehr gut geworfen. Da sieht man mal, die 10 Jahre Handball haben sich ausgezahlt. Nicht verschwendet. So, jetzt noch ein Up. Wenn er sich das geholt hätte, wäre er wahrscheinlich gleich tot gewesen. So, jetzt ganz leichtsinnig. Ich habe übrigens noch nicht bemerkt, dass eine Starcoin fehlt. Da sieht man dann gut, in dem Moment, wenn ich wie ein Bekloppter anfange zurückzulaufen, dann fällt mir auf, dass die Starcoin fehlt. Ich habe dann erstmal eine ganze Weile rumgewundert, hä, wieso fehlt denn Starcoin? Und dann später fiel mir so ein, ach ja, da am Anfang war ja eine Röhre und wir sind ja vor der Halbzeit gestorben. Naja, aber das passiert, das vergisst man mal. Na, gleich fällt's mir auf, da ist die Halbzeit. So, und jetzt ist mir aufgefallen, da fehlt eine Starcoin. Warum fehlt denn da eine Starcoin? Verdammt, was machst du jetzt? Erstmal die Halbzeit betätigen, oder? Nee, doch noch nicht. Nicht die Halbzeit betätigen. Okay, wieder zurück. Jetzt geht's los. Ja, jetzt warten. Bin schon ganz ungeduldig da. Oh, okay. Das Item ist schon mal weg. So, zack. Und klein ist er auch noch. Haha. So, jetzt risky. Ja, sehr gut. Gekonnt. Über den Schwebebalken drüber gesprungen. In
die giftige Grütze. Sehr gut, da gibt's vielleicht noch Abzüge in der B-Note. Ich meine, da waren die Beine nicht ganz geschlossen. Aber vielleicht versucht er es ja noch einmal und es gelingt ihm dann. Jetzt wieder guter Start, sichert sich hier gleich mal den Pilz zum Anfang. Lecker Pilz, lecker Champignon. Und jetzt kriegt keiner ab, er holt sich lieber das One-Up. Sensationell, meine Damen und Herren. Da, schnell den Cooper-Panzer. Und jetzt denkt er auch an die Starcoin in der ersten Röhre. Ja, so ein Fehler, meine Damen und Herren, so ein Fehler passiert nur ein einziges Mal im Leben. Haha, denkst du? So, jetzt Spannung, er schaut. Er entscheidet sich nochmal um und er merkt, das wird nichts, vielleicht sollte er da lieber nochmal von vorne anfangen. Oh, er riskiert es und holt die Starcoin, jetzt aber schnell wieder zurück. Wow, sensationelle Leistung, springt da einfach auf den Balken und gekonnt wieder zurück zur Röhre. So ist guter Sport, so muss das sein. So, jetzt kurze Konzentration, jetzt eine Phase des langen Laufens. Gut über die beiden Weglaut rüber, jetzt schnappt er sich den Cooper. Zögert noch einen Moment, muss da warten, bis der Balken die wirklich richtige Position haben. Der andere hat sie auch noch nicht, riskiert er den Sprung, wenn das nicht zu viel war. Und wirft. Sensationeller Treffer, meine Damen und Herren, sensationeller Treffer. In 30 Jahren kommentieren habe ich sowas noch nicht gesehen. Er hat er einfach diese Starcoin abgeworfen mit dem Cooper-Panzer. Ist das denn zu fassen? Also wären 1954 ein Scheißdreck dagegen, meine Damen und Herren. Ein Scheißdreck dagegen. Oh, jetzt konnte den Panzer genommen. Oh, den Wiggler abgeworfen. Und da hätte er sich sicher noch einen abholen können, wenn er unten bei den Piranhas geblieben wäre. Aber er geht einfach weiter. Möchte da jetzt die roten Münzen sammeln. Riskiert den Treffer. Jetzt eine rote Münze noch und... Oh, schade. Naja, manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen. Es kann nicht immer funktionieren. Aber jetzt fehlt nur noch eine einzige Starcoin. Es wäre doch wohl gelacht, wenn er das nicht nach Hause bringen würde. Jetzt aber Konzentration und er springt. Ein Pilz! Unfassbar, ein Pilz! Er hat einen Pilz hat er gekriegt. Ich meine, er ist ja noch nicht groß genug. Nein, da braucht er noch einen Pilz. Oh, Gott sei Dank für diesen Pilz. Meine Fresse, hat dieser Mann ein Schwein. So, jetzt Konzentration. Er springt wieder zurück, sammelt jetzt erstmal die Münzen ein. Ja, weiter Münzen. Scheint sehr geldgeil zu sein. Ja, den Cooper-Panzer nimmt er mit für schlechte Zeiten. Ich weiß nicht, was er damit vorhat. Ah, er wirft die Piranha ab. Die Piranha stört er damit beim Wasserballspielen. Und da stürzt er einfach mal runter. Keine Ahnung, wie ihm das passieren konnte. Ich meine, dafür ist er eigentlich Profisportler. Das darf ihm nicht passieren. Oh, und jetzt die dritte Starcoin. Er überlegt, was kann man hier machen? Was muss man hier machen? Ah, verstehe. Man muss irgendwo hoch. Okay, hier muss man hoch. Ach nee, hier falle ich ja gleich runter. Okay, und jetzt volle Konzentration. Auf dem Schwebebalken. Ein Sprung noch. Und er ist gescheitert. Er versucht noch gut zu machen, was er nicht mehr wieder gut machen kann, aber er ist gescheitert. Er muss das einfach anerkennen. Er will das aber nicht anerkennen, meine Damen und Herren. Er versucht es weiterhin. Und gibt letztendlich auf. Ein trauriger Tag für die Sportwelt. Ein trauriger Tag. Nun, was bleibt ihm noch anderes übrig? Nur noch Schadensbegrenzung, die er betreiben kann. Er geht nochmal in die Röhre. Er versucht es noch einmal. Und wenn er denkt, er kommt da jetzt ran, dann hat er sich aber geschnitten. Meine Damen und Herren, dann hat er sich aber geschnitten. Keine Chance für ihn, an dieses Starcoin zu kommen. Er wird das Level wohl oder übel noch einmal spielen müssen. Da wird er nicht drum rumkommen. Aber warten wir erstmal ab, ob er es bis in das Ziel schafft. Und jetzt hier eine schwierige Passage. Alles dreht sich, alles rotiert. Was macht er da? Macht einen Wandsprung auf der... Wo wollte er jetzt hin? Hat er ja wirklich geglaubt, das Ding dreht sich spontan nochmal um 5 Achsen? Eine ganz schwache Kür. Also das muss er sich wirklich da ankreiden. Wenn er den Sprung nehmen will, dann sollte er ihn auch schaffen. Es geht zur Neige. Ja, mit seiner Karriere, die wirklich nicht steil war, geht das anscheinend hier auch zur Neige. Jetzt ein weiterer Versuch. Er startet diesmal von der Halbzeit. Das ist auch gut so, denn für genau solche Leute wie ihn wurde das erfunden. Ja, jetzt schnell nochmal einen abgeholt. Ich meine, er hat ja noch nicht genug. Die Zahl da oben zeigt gerade mal 99 an. Da kann man schon mal einen abgebrauchen. Also, warum denn nicht, meine Damen und Herren? Oh, jetzt gekonnt rüber. Die Münzen eingesammelt. Jetzt. Oh, gerade hier mit dem Gesäß voran rutscht er da den Berg herunter.
Also ich weiß nicht, vielleicht sollte er es doch einmal mit Rodeln probieren. Das scheint ihm mehr zu liegen als Jump and Run. So, jetzt ein weiterer Versuch. Wir dürfen gespannt sein, meine Damen und Herren. Und absolute Stille. Nein, das funktioniert so nicht. Und jetzt. Jetzt der Versuch. Seien Sie gespannt. Das sieht nicht gut aus, was er da macht. Okay. Er hat es wieder versäumt, sich einen guten Weg zu bauen. Und jetzt ein weiterer Sprung. Und noch einer. Volle Konzentration. Und er macht ihn. Er macht ihn. Und da hat er die Starcoin. Da hat er doch wirklich die dritte Starcoin. Ich werde hier bekloppt. Ich verkaufe meine Kinder. Ich schließe meine Frau im Keller ein. Beziehungsweise hole sie da endlich mal raus. Unfassbar. Ich habe sowas noch nicht erlebt. Also unfassbar, wie er die Starcoin noch erwischt hat. Es ist ein Phänomen. Ein Phänomen auf zwei Beinen, was seinesgleichen sucht. Ich meine, wir hatten ihn schon abgeschrieben und er hatte jegliche Chancen verspielt. Jegliche Chancen. Also wirklich, meine Damen und Herren, jegliche Chancen verspielt. Aber dann kommt er doch zurück ins Rennen und ja, vielleicht ist doch noch was drin. Wenn er jetzt vielleicht bis ins Ziel kommt oder wenigstens mal an der Fahnenstange schnuppern könnte, das würde ihm neues Selbstvertrauen geben für den nächsten Part, der katastrophal wird. Das verspreche ich Ihnen übrigens. Ja, jetzt die letzten Sprünge auf dem Weg. Und da ist das Ziel! Er macht es! Er kommt sogar ganz oben an die Kugel auf der Fahnenstange. Wie hieß sie denn nochmal? Ich glaube Flagball oder so. Ist mir auch egal. Geht mir krass am Gesäß vorbei. Und da hat er das Level tatsächlich noch gemeistert. Jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher. Hat er da noch ein Level? Oh, er hat noch. Er spielt noch ein Level. Er gibt noch eine Zugabe. Einer geht noch. Und er will sich keine Blöße geben. Nach der Pflicht kommt jetzt die Kür. Scheiße, ich habe nicht geguckt, wie das Level heißt. Ist aber auch egal. Irgendwas mit Wiggler. Man sieht es auch ganz gut. Das ist ein bisschen wie auf dem Trampolin. Oh, Gott sei Dank, ein Pilz. Den hat er bitter nötig. Oh, er schaut noch ein bisschen verwirrt. Ah, da findet er sogar einen unsichtbaren Block und kommt da auch hoch. Muss Gott sei Dank nicht in die Grütze da unten springen. Und da die erste Starcoin. Volle Konzentration. Volle Konzentration. Er hat sie geholt. Aber wird er auch wieder heil nach oben kommen? Springt er am Block vorbei. Jetzt erwischt er. Holt sich die Eichel und fliegt nach oben. Na, das sollte ihm Sicherheit geben. Macht er fast noch eine Arschbombe in die giftige Soße. Aber schafft es auch. Der nächste Wiggler. Und jetzt nach oben. Ah, ob das so klug ist, was du da jetzt machst? Oh, da geht die Ranke nach unten. Da geht die Ranke nach unten und er steht wie bedeppert da. Ja, das kann auch mal Sport sein. Ja, und das? Das war einfach nur traurig. Was macht er da? Er springt da einfach ins Nichts und versucht auf den komischen Pilztrapez zu landen. Und das hat so wenig funktioniert wie meine Ehe, meine Damen und Herren. Also das ist unvorstellbar. Unvorstellbar. Jetzt holt er sich den Pilz ganz geschickt und springt da fast wieder in den Tod. Was ist denn mit diesem jungen Mann los? Also, das ist ja... Also... Entschuldigung, aber mir fehlen hier wirklich die Worte, was dieser Mann da leistet an Versagen, an Idiotie. Es ist einfach unglaublich. Okay, vielleicht schafft es ja noch ein Stückchen von seiner Ehre zu retten. So. Ja, auf dem Wiggler drauf. Und diesmal betätigt er die Ranke von unten, meine Damen und Herren. Diesmal hat er sie von unten erwischt. Ist ja auch sehr, sehr clever, wenn man auf so einem Block steht, wo man nicht weiß, könnte eine Ranke drin sein. Nein, man springt erstmal oben drauf und noch eine Ranke und noch eine Ranke. Hey, da kann er vielleicht mal üben die nächste Zeit. Ja, hier gucken wir ganz viele Ranken. Ganz viele Ranken. Nein, da ist nichts. Hoch die Ranken. Jawohl. Und da fliegt ihm die Starcoin direkt zu. Also das ist natürlich geschenkt. Da ist keine Leistung bei. Oh, gucken Sie mal, wie er versucht, da wieder runterzugehen und merkt, ach nee, ich muss ja an der Seite runterspringen. Was für ein Trottel. Also ich... Ich kann wirklich nicht genug betonen, wie viel Inkompetenz da mitspielt. Das ist schon schmerzhaft. So, jetzt den P-Switch berührt und bahnt sich da seinen Weg. Ja, die blauen Münzen, ein paar sammelt er ein, aber er hat es anscheinend nicht nötig. Er hat anscheinend das Geld. Und jetzt fällt ihm auf, dass er den P-Switch betätigen muss und schafft das nicht. Er muss einfach weitergehen. Aber gut, dass er seinen... Eichelpilz hat und den noch nicht behandeln hat lassen. Da kommt er weit mit. Ja, dem Wiggler schnell noch eine P-Eichel genommen, die er gerade nicht braucht und fliegt da einfach mal ins Nichts und hat da Glück, dass da ein Cooper in der Luft schwebt, sonst wäre er dem Tod geweiht gewesen. Und noch eine P-Eichel, da wird er verwöhnt. Also,
Also eine Eichel nach der anderen, voll in sein Gesicht, meine Damen und Herren, voll in sein Gesicht oder Peng in die Fresse, wie andere sagen würden. So, bis jetzt stellt er sich nicht so dumm an. Oh, jetzt die letzte Starcoin, wie kommt er daran? Er wartet auf den Wiggler und er springt und landet sicher auf dem Wiggler und wieder oben auf dem Trapez. Und weiter geht die wilde Fahrt. Und langsam müsste doch mal das Ziel kommen. Ich meine, will der Schiedsrichter ihn denn nicht bald mal erlösen von diesem Elend, von dieser furchtbaren Leistung, was er sich da leistet, was er abliefert. Und da ist es vorbei, da hat er es geschafft. Er hat die Fahnenstange berührt. Meine Damen und Herren, wir sind erlöst. Wir sind endlich erlöst von diesem Trauerspiel. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie viel Schweiß, Blut und Tränen mich das gekostet hat. Also es ist unvorstellbar gewesen. Ich entschuldige mich vielmals dafür. Ich verabscheue mich ganz widerlich. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.